Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Victoria 3 Schweden. Jawohl, Schweden. Und bevor wir jetzt mal starten, möchte ich nochmal ganz kurz sagen, beziehungsweise wir laufen ja schon so ein bisschen, am 22. Mai, das ist ein Montag, gibt es ein Immersion Pack. Und zwar kann man sich dann Frankreich nochmal ein bisschen zu Gemüte führen. Es gibt eine ganze Menge historischer Personen, die reinkommen ins... Oh, was haben wir denn hier? Die reinkommen ins Spiel. Können wir da jetzt was hinschicken? Ich hab's geschafft, oder? Ich hab das doch jetzt gemacht, oder nicht? Ja, sehr gut. Reiß an die Front. Gott sei es gelobt. Genau, da gibt es eine ganze Menge Personen, die mit in das Spiel integriert werden. Historische Ereignisse, Eventketten und so weiter und so weiter. Der ganze Spaß kostet 15 Euro und aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich mir das Ganze gönnen. Und sollten wir bis dahin mit der Gründung von Deutschland schon fertig sein, würde ich mir denken, ach komm, dann mache ich doch auch einfach mal Frankreich-Let's Play. Was haltet ihr denn von dieser tollen Idee? Könnte doch Spaß machen. So. Könnt ihr doch Spaß machen, also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ihr da Bock drauf hättet. Ja, genau. Würde mich interessieren und wie gesagt, ich werde mal gucken, was ich so machen werde. Svealand, hervorragend. Machen wir das mal so. Gucken wir jetzt gerade nochmal die Waren hier an. Blei hatten wir noch in der Schleife, oder? Ja, Blei hatten wir noch. Kohle, Chemiefabriken. Blei, Kohle, Chemie. Die Schiffe. Kohle, ja, das war irgendwie wichtig. Das war im kongolesischen Markt. Da könnte man natürlich nochmal gucken. Hier Menge 18 gekauft. So, und hier haben wir nochmal die Motoren. Die würden wir vielleicht auch nochmal erweitern. Motorenwerke erweitern. Hier. Auch nochmal in Svealand, können wir uns leisten. Wir können aber auch mal gucken, ob man hier vielleicht nochmal... Nee, so gar nicht. Vielleicht muss man irgendwann mal auf die Elektrik umschalten. Und das können wir auch nochmal erweitern hier, aber das hatten wir schon... Naja, genau, das hatten wir schon in Auftrag gegeben. Okay, dann lassen wir das mal. Munitionsfabriken. Auch eine Idee. So, haben wir da nochmal ein bisschen gedingst. So, unser Hauptziel heute ist ja tatsächlich einmal den Krieg zu beenden und einen General an die Front zu schicken, um das Ding hier abzuschließen. Und müsste das jetzt hier nicht schon passiert sein? Rückt vor in Front Perm Ingerland, ist es das nicht? In der letzten Folge ist Oldenburg hier, Oldenburg zu unserem Dominion geworden. Ausweisdokumente frei. Amt für Inneres. Da gucken wir doch gleich mal nach. Bei den Institutionen haben wir lange nichts mehr gemacht. Wir können es auch kaum leisten, gerade weil wir einfach 0,0 Bürokratie haben. Aber Amt für Inneres, wir haben einfach alles hier, guck mal. Ja, krass. Ich finde, wir sollten hier nochmal investieren. Sterblichkeit nochmal runtersetzen. Kolonialwachstum hatten wir auch relativ. Wir benutzen 500 Bürokratie gerade, um die Wolkenkratzer hier zu bauen. Einen Wolkenkratzerplatz zu finden. Ich muss nochmal gucken, ne? Front voranbringen. Nicht verfügbare Optionen. Aber das ist auf jeden Fall, führt eine Marineinvasion durch zur Fronttafel. Portugal hat Lindi kolonisiert. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Russland verliert. Das ist ungünstig. Nun gut. Ist einer von unseren Leuten. Er kostet mich 5 Bürokratie.
Aktive Schlachten. Das sieht einfach nicht so richtig gut aus, oder? Irgendwas hat hier gerade Klick gemacht. Oh, Stadt der Fülle. Die renommiertesten Mitglieder der High Society von Skane haben luxuriöse Partys in den neuen prächtigen Stadtgebäuden organisiert. Das ist doch schön. Lass sie feiern. Ober- und Mittelschicht werden loyal. Oder was haben wir hier? 3 erwarteter Mindestlebensstandard plus 3 erwarteter Mindestlebensstandard. Irgendwie sowas. Also, nochmal das Ganze. Meine wichtigste Sache ist hier gerade, einen General an die Front zu bringen. Was ist denn das Problem jetzt hier? Das hier hat nämlich nicht funktioniert, wie immer nicht. Aber dann bringen wir den noch hier an die Front. Das sollte doch irgendwie besser gehen. In 7 Tagen kommen nochmal 35 dazu. Wir haben definitiv mehr. Ja, hier geht das gegen Russland. Das ist gut. Können wir hier irgendwo sehen, ob wir da auch dabei sind? Ungünstig. Na, Gott sei es gelobt. Okay. Gott sei es gelobt. Wir können theoretisch jetzt Frieden schließen. Genau. Das haben wir jetzt gemacht. Frieden schließen. Beenden Sie den laufenden Krieg. Hervorragend. Das machen wir. Wir bieten das an. Oder mal, wir bieten hier Bedingungen für einen weißen Frieden festlegen. Frankreich akzeptiert diesen Friedensvorschlag nicht. Wir öffnen den kongolesischen Markt. Was auch immer das bedeutet. Aber das ist okay für mich, glaube ich. Die werden immer noch nicht damit einverstanden. Und kapitulieren. Unser Land verlässt den Krieg augenblicklich. Alle Kriegsziele gegen uns werden durchgesetzt. Aber das ist doch das Gleiche. Kapitulation. Frieden schließen wurde erfolgreich abgeschlossen. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Lass uns doch mal gucken. Den Markt geöffnet. Hier den kongolesischen Markt. Pangaisch. Longonisch. Markt britisch. Schwedisch Gabun. Warum leuchtet das jetzt hier? Aufruhr. Inkorporiert. Die Bürokratiekosten können wir uns nicht leisten. Es ist nicht möglich, eine Kolonie zu inkorporieren, die sich noch im Wachstum befindet. Okay, die haben auf jeden Fall Aufruhr. Wahrscheinlich. Noch nicht wegen unserem Tamtam jetzt hier gerade, oder? Das Enddatum erreichen. Was? Das Enddatum erreichen wurde dem General hinzugefügt. Was heißt denn das? Wird abgeschlossen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Derzeitiges Spieldatum ist größer. 1935, 30.12. Ah ja, also quasi 1.1.36 erreichen. Dann haben wir das Spiel gewonnen. Dann haben wir noch ein bisschen hin. Bis dahin können wir auf jeden Fall noch den Staat kolonisieren. Und vielleicht auch weiter in Frieden leben. Wobei die hier immer noch im Krieg sind miteinander. Echt jetzt? Warum sind denn die noch im Krieg miteinander? Tatsächlich, die sind immer noch im Krieg miteinander. Aber warum? Kongo gegen Frankreich. Kongo? Interaktionen. Das hier ist doch der Kongo, oder nicht? Sehe ich das irgendwie falsch? Ja, ich sehe das irgendwie gar nicht so richtig. Die Schrift ist wirklich klein und ich habe meine neue Brille gerade nicht so dabei. Britisch, Französisch, Gambia, Markt britisch. Das muss hier sein. Südkamerun. Gabun, Hauptstadt. Markt fangisch, Langonisch. Mal gucken hier. Vielleicht finden wir ja hier sowas. Kultur und Übersicht, Bevölkerung. Ne. Marktsitz verlegen. Ne, das haben wir auch nicht. Ja, weiß der Geier, wo das
was da passiert gerade. Keine Ahnung. Markt Schwedisch, da sieht man das. Markt Schwedisch. Schwedischer Markt, aber hier gibt es keine weiteren. Ihr seht das ja, das wird ja da angezeigt. Das muss ja dann auch einen kongolesischen Markt geben, aber den sehe ich halt nirgendwo. Oder haben die. Die haben jetzt quasi vielleicht mich gezwungen, dass der Markt weg ist. Kann das sein? Weiß man aber auch nicht, ne? Frankreich hat Tanganyika kolonisiert. Das ist schön. Kann man eigentlich irgendwie da hinklicken? Eine Pinwand festmachen? Oh, warte mal, genau. Hier war das. Da war es. Oh, jetzt ist es weg. Die Franzosen haben echt mega krass viel Zeugs hier kolonisiert. Aber ich habe auch einfach nicht damit angefangen am Anfang. Okay. Die Wolkenkratzerstudie läuft noch. Frankreich kämpft noch gegen Russland. Das ist okay. Was haben wir denn sonst noch hier? So ungebaute Bauproduktion. Das sehe ich aber nicht so. Verfügbare Entscheidungen. Expedition zur Suche nach der Quelle des Nils. Ja, machen wir das mal. Ja, eine gute Idee. Ich kenne die richtige Person dafür. Jetzt müssen wir uns hier die Generäle nochmal angucken. Irgendeiner war doch Forscher. Hier, er hier ist Forscher. Sven Kasparsson. Admiral, General, Admiral. Bams. Go for it. Den Befehlshabern können wir eh mal gucken. Sven Kasparsson. Vielleicht entlassen wir den mal wieder. Jawohl. So, weg damit. Das dürfte nämlich theoretisch auch was am Prestige machen, oder nicht? Guck mal, wir haben einfach mal 50 Punkte zu wenig. Okay, hier 0,8% durchgeschaltete Expeditionen. Das ist ja krass. Und dadurch, dass unser Herrscher ein Bandit ist. Das ist auch krass. Der ist einfach ein Bandit. Als Herrscher minus 5% Prestige. Wie alt ist der denn? 39. Der wird noch eine Zeit lang dabei sein. Aber er bringt uns 100 Autorität. Und 5% Autorität. Ist er eigentlich der Anführer einer Interessensgruppe? Ja, der ist auch noch der Anführer einer Interessensgruppe. Wir ignorieren das. Also, ich sag mal so, ne, dafür, dass wir jetzt hier nochmal 14% Steuerverschwendung haben, sind wir mit 1,85 in den Miesen richtig gut dran. Richtig gut dran. Wir checken nochmal das Kolonisieren. Das hier geht in 700 Tagen über die Bühne. Wir haben auch tatsächlich nur diese beiden. Das ist doch schön. Und ich glaube, alles andere wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wir haben hier so ganz kleine Sachen nur. Aber gut, wir machen unsere ersten Erfahrungen. Frankreich ist immer noch mit Russland im Krieg. Die sind verirrt. Schlechte Sicht. Ach, da kommt eins zum anderen. Ne? Exklavenstaatsregion ist isoliert. Schwedisch-Kongo ist isoliert. Andreas Hakansson ist entlassen. Das heißt sowas wie, der ist gestorben. Polizeigewalt. Polizisten in Norrland greifen immer häufiger zu extremer Gewalt. Die Arbeiterklasse und all jene mit einem sozialen Gewissen wettern gegen die Polizei als Institution. Schweden ändert die Investitionsstufe der Institution Gesetzeshüter auf 1. Das finden die Landbewohner und die Intellektuellen gut. Checken wir doch mal eben. Gesetzeshüter. Die haben wir auf 3. What the heck? Nee. Oder ändert das um, ändert auf minus 1. Warte mal. Ja, ich weiß jetzt nicht, dann verlieren wir aber, glaube ich, auch ein bisschen. Na komm, machen wir mal. Ja,
um eins verändert. Theoretisch müsste das doch jetzt damit auch einhergehen, dass wir mehr Bürokratie kriegen, oder? Ist die trotzdem weg? Bedauerlich. Nun gut, und die Expedition bricht auf. Auf geht's, meine Freunde, auf geht's. Einmal zum Nil, bitte. Was haben wir denn hier? Schwedisches Kontrollenfälle wurden 100 versenkt, die auf unsere Erfahrung um 66 verringern. Oh Gott. Okay. Auch nicht so schön. Malaria-Vorsorge breitet sich aus, hervorragend. Und die Nil-Expedition, genau. Misstrauen. Eines der Expeditionsmitglieder wurde dabei erwischt, mehr Proviant als nötig genommen zu haben und es entschuldigt diesen Diebstahl damit, dass es krank sei und mehr Nahrung bräuchte. Das kennen wir ja schon. Geringen Fortschritt, aber auch ein bisschen Gefahr. Machen wir mal. Ihr seht, wir sind noch mittlere Gefahr. Ich guck mal hier, eine mittlere Gefahr schon. Das wäre jetzt ungünstig, wenn das nochmal die Hose geht. Also bitte, 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 stellt euch nicht dumm an. Teeplantagen erweitern. Hier in Schwedisch Gabun können wir die mal erweitern. Das ist doch hervorragend. Machen wir das doch direkt kompletto. Aber da können wir dann nichts importieren, oder wie geht das? Mal schauen. Ich glaube, das gleiche gilt auch hier bei den Kunststoffwerken. Wobei, schauen wir an, hier ins Game könnten wir eine reinhauen. Hier auch. Macht ihr Kunststoffe? Rayon, nee. Die machen nur Färbemittel, das ist ungünstig. Motorenwerke, aber da sind wir dann noch dabei. Ja, wir haben noch ein bisschen was. Wir warten erstmal ab, was da jetzt die ganzen Industrien da, die jetzt produziert sind, wie das ausschaut. Dann kann man immer noch mal da ein bisschen nachjustieren, würde ich sagen. So. Expedition von Malaria heimgesucht. Im neuesten Bericht der Expedition teilt man uns mit, dass mehrere Mitglieder an Malaria erkrankt sind. Geringer Fortschritt. Oder geringe Gefahr und verliert Fortschritt. Ne, wir versuchen das hier. Also, na, geringe Gefahr ist einfach auch schon wieder zu viel Gefahr. Ach, jetzt geht gleich die Expedition hinüber. Nein, 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 nein. Aber ich würde mal sagen, Ziel erreicht ist Ziel erreicht. Na, da wollen wir jetzt mal nicht mehr nachhaken. Was haben wir denn sonst noch hier? Die beiden haben wir schon. Freiheit des Handels, der neue Koloss. Schweden hat Glaubensfreiheit beschlossen. Keine Migrationskontrollen. Wo sind denn die Migrationen? Wo sind denn die Migrationssachen schon wieder? Hier. Migrationskontrollen. Können wir nicht. Können wir leider nicht. Das ist bedauerlich. Börsennotation. Mindestens 75% der verfügbaren Gebäude hat börsennotiert aktiviert. Nil-Expedition Filmkunst fördern. Beliebiges schwedisches Gebäude. Typ Kunsthochschule. Gleich 5 und hat Filmkunst aktiviert. Checken wir das doch mal. Städtisch und dann muss die Kunsthochschule relativ weit unten sein. Das hier. Filmkunst, hier. Kostet uns 4K. Oh, warte mal. Ah, das machen wir gleich hier. Wir gucken uns mal eben. Wolkenkratzerstudie wurde erfolgreich abgeschlossen. Das ist gut. Jetzt kriegen wir 410 Bürokratie. What the heck? Nice. Und das führt uns noch mal ganz kurz dazu, dass wir jetzt hier unten, glaube ich, Wolkenkratzer bauen können. Oder auch nicht. Wir
haben wir Standort für Wolkenkratzer gefunden. Hier, unsere Architekten und Ingenieure haben Stockholm in Svealand als optimalen Standort. Für den Bau eines Wolkenkratzers ausgemacht. Legt den Grundstein. Okay, wir bekommen 10% Bausektordurchsatz. Schweden verliert Wolkenkratzerstudie. Ja. Jetzt können wir einen Wolkenkratzer bauen. Und das machen wir auch. Aber hallo ins Svealand. So. Und ich hoffe, dass das irgendeine Art von Achievement gibt. Wirklich. Ich hoffe, dass es irgendeine Art von Achievement gibt. So, wir gucken uns aber trotzdem nochmal. Oh, hier Wolkenkratzer. Handelsknotenpunkt. Moment mal. Handelsroutenmenge. Regierungsverwaltungsdurchsatz. Eieiei. Handelsroutenmenge. Eieiei. Das kann man dann sicher nochmal angucken. Hier, keine Luftschiffe. Ja, schade. Gut, wir wollten uns aber eigentlich jetzt die Kunsthochschulen uns angucken. In Svealand. Und hier können wir auf Filmkunst schalten. Das machen wir einfach mal. So, das klicken wir mal weg. Das müsste nämlich jetzt hier... Wo waren wir denn jetzt gerade? Hier wird in 6 Jahren ablaufen. 75% verfügbar. Derzeit 5 hat Filmkunst aktiviert. Die Beschäftigtenbelegung ist 75%. Ist das nicht so? Oh, vielleicht hätte ich das mal zu Ende lesen sollen, was? Doch, doch, das muss aber... Das muss aber gehen. Ich meine, wir können hier auch nochmal die Filmkunst investieren. Das ist jetzt nicht das Problem. Aha. Filmkunst, das bewegte Bild. Die Erfindung von Filmaufnahmegeräten und die Errichtung von Lichtspieltheatern überall in Schweden. Moment. Haben dazu geführt, dass sich eine aufkeimende Filmindustrie etabliert hat. Hm. Der Film ist das perfekte Mittel, um die harte Wirklichkeit unserer Zeit einzufangen. Die Gewerkschafter bekommen einen Punkt und die Landbewohner bekommen einen Punkt. Gewerkschafter, pff, nützt mir nichts, Landbewohner sind auch tutti tutti. Und das war's dann auch schon. Oder wir bekommen hier die Intellektuellen, wo sind denn die? Ja, die brauchen auch keinen mehr. Und die Kleinbürger kriegen einen. Ja, die brauchen auch keinen mehr. Also das ist so Kopf wie gesprungen, glaube ich. Ne? Dann nehmen wir die... Keine Ahnung. Dann nehmen wir das erste. So, Punkt. Schade. Dafür hätte ich es jetzt nicht machen wollen. Aber gut, wir können ja das hier wieder zurücksetzen jetzt hier. Zumindest hier in der... Dass wir da ein paar Fotos machen. Ich weiß nicht, gibt das dann eine andere Ware? Was haben wir denn das hier? Elektrizität. Können wir Elektrizität kaufen? Wie lustig ist das denn? Strom verkaufen. Ich glaube, so früh waren die noch nicht. Marktzugriff in Nordnorwegen. What the heck? Warte. Marktzugriff in Nordnorwegen. Ach so, Moment, in Nordnorwegen. Ist das unser Problem? Ich glaube nicht. Können wir da einen Erlass machen? Nein, ich glaube nicht. Ja, dann ist das nicht unser Problem. Bedauerlich, aber so ist das. Well, well, well. Ja, was soll ich sagen? Enddatum erreichen, das können wir jetzt schaffen. Da sind wir nach, ich weiß nicht, gefühlten 50 Folgen. Auch auf einem guten Weg, ne? Kann man sich natürlich mal überlegen, könnte ich mal machen, mir am Ende der Woche mal überlegen, ob wir nicht noch eine andere, kein Fortschritt, what the heck, warum nicht, kann aufgrund eines aktiven Interesses, aufgrund keines aktiven Interesses, warte mal, was? Warum haben wir denn nur noch ein Interesse, maximal eins, durch Kleinmacht? Kleinmacht. Oh. Das tut jetzt aber weh. Aua.
2,9% durch diplomatische Überschätzung. Warte mal, das ist das hier. Eieieiei. Bündnis mit dem Kongo, das können wir schon mal. Beziehung verbessern mit Österreich-Ungarn, können wir mal aufhören vielleicht. So, das ist ja ganz ungünstig. Das habe ich gar nicht gesehen mit der kleinen Macht. Autschi, dautschi, bautschi. So, zumindest ist das jetzt schon mal weg. 5% durch Film, das ist super. Der Herrscher ist halt echt ein Dorn im Auge. Die Expedition soll ein bisschen nachhelfen. Aber ich sag mal so, bis wir von 250 auf 330 kommen, eieiei. Politische Aufwilligung freigeschaltet. Das haben wir gemacht. 10% Autorität, das ist gut. Autorität bringt immerhin nochmal ein bisschen Entlastungszeit. So, Benin möchte einen Verteidigungspakt. Wo ist denn Benin? Können wir da mal... Wo ist denn Benin? Nebenmacht, Rang, Beziehung verbessern mit Schweden, Verteidigungspakt mit Dänemark, Realität... Nee, das lassen wir mal. Wir haben jetzt gerade keine Zeit für so Kleinigkeiten hier. Also gut, das ist immer noch Kongo gegen Frankreich. Wahlrecht für Frauen. So, jetzt kommen wir mal rein. Frauen in Schweden haben begonnen, sich zu organisieren, um für ihr Wahlrecht bei allgemeinen Wahlen zu kämpfen. Mathilde Andreasson bei den Gewerkschaftern hat sich als eine der Leitfiguren dieser Bewegung herausgestellt. Ich finde das eine lohnende Sache. Sie bekommt eine... Warte mal. Sie ist minus 25. Das ist natürlich toll, wenn sie jetzt ein bisschen... Klingt wie das Gerede der Opposition. Mathilda erhält 50 Beliebtheit. Greta Kronstedt ändert die eigene Ideologie zu Feminist. Okay, aber wer ist Greta Kronstedt? Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Hallo? Wie soll ich denn Greta Kronstedt jetzt rausfinden? Wer ist das denn? Aha, ausgetrickst. Okay, das ist die von den Kleinbürgern. Die hat auf jeden Fall eine positive. Mathilda von den Gewerkschaftern. Ja, aber warum denn nicht? Die wird dann einfach... Ja, warum denn nicht? Ich bin da sowieso für. Lass uns doch mal gucken. Wahl. Moment, Wahl. Ja, okay. Aber ob wir das Frauenwahlrecht jetzt nicht einführen können. Doch, hier, Frauenwahlrecht. Komm, Bams. Gib ein Achievement. Haha, Frauenwahlrecht. Guck mal hier. Oh, da kommt noch was. Verbrennen wir freundlicherweise diesen Brief. Emanuel Christensen, ein prominentes Mitglied einer Partei, und zwar der Bauernliga, wird der fahrlässigen Korruption beschuldigt. Er stritt die Anschuldigung energisch ab, bis belastende Briefe auftauchten, die er unterzeichnet hatte. Dumm gelaufen. Bauernliga. Bauernliga ist Randgruppe, oder? Nee. Achso, Bauernliga ist die Partei, ne? Ah, ungünstig. Da müssen wir uns die Wahl mal angucken. Die Bauernliga sind ja momentan die, ihr seht schon hier, die mit dem größten Momentum. Das ist doch gut. Oh, aber die Sozialdemokratische Partei kann denen ein bisschen gefährlich werden. Da müssen wir jetzt mal aufpassen. Minus 20%. Oder Emanuel Christensen verliert an Beliebtheit. Also, das ist ja unser Kanzler, nicht wahr? Da würde ich doch sagen, wir opfern den Kanzler. Unbeliebt. Oder war das jetzt dumm und das macht im Grunde genommen dann noch mehr Probleme hier? Nein. Aber vielleicht nehmen sie den Kanzler raus. Von skandalösen Briefen betroffen. Also, das wäre doch schön und ein bisschen so im Rahmen der... Wie soll man denn sagen? Im Rahmen des Roleplays noch eine gute Lösung. Keine Zwischenfälle, Führungskraft deaktiviert. Ja, passiert halt. Ich meine, was soll man da sagen, nicht wahr? Was soll man da sagen? Wir könnten, by the way, nochmal ganz kurz bei den Institutionen gucken, ob wir das koloniale Wachstum nicht nochmal weitermachen. Oder wollten wir die
die Sterblichkeit vielleicht ein bisschen hochdrehen. Warte mal, ja, Bevölkerung ist schon ziemlich viel, ne? Bildungszugang. 74% sind gebildet. Das ist doch krass, oder? Ah, wir können das auch so eh nicht mehr ausbauen. Minus 20% gefährliche Arbeitsbedingungen. Kann ich so richtig sehen, wie viele Leute dann da untergehen. Kolonialwachstum 0,4. Ich würde mal hier für die Angehörigenmündigkeit gehen. Kann man nicht das andere auch noch, die Sterblichkeit nochmal? Ja, guck mal, können wir sogar beides machen. So, super. Wahl ist Frauenwahlrecht, gibt ein Achievement. Aufruf zum Frauenwahlrecht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wird abgeschlossen, wenn, wird in 19 Jahren ablaufen. Löst das Ereignis die erste Wahl aus. Boah, ich weiß jetzt aber nicht, ob die noch vor der Wahl da ein Ergebnis erzielen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Vermisstes Maultier. Eines der Packmaultiere, die wir mitgebracht haben, hat sich im Unterholz verlaufen. Wir könnten etwas Zeit darauf verwenden, um es aufzuspüren oder weiterziehen. Geringe Fortschritt, geringe Gefahr, das machen wir nicht. Ich glaube, wir haben nämlich schon genug Gefahr. Wir sind in großer Gefahr. Wir haben keine Zeit für sowas. Wir müssen ein bisschen die große Gefahr tatsächlich runter reduzieren. Das kann uns jeden Moment hier um die Ohren fliegen. Das wäre natürlich nochmal ganz schlecht für unseren Mittelrang. Schweden urbanisieren abgeschlossen. Wurde erfolgreich abgeschlossen. Was bedeutet das denn dann? Wind der Veränderung. Die Urbanisierungsbemühungen von Sverland haben einen langen Weg hinter sich, seit wir zum ersten Mal darauf aufmerksam gemacht wurden. Der Staat, der einst nur aus kleinen Häuschen und verstreutem Ackerland bestand, hat sich zu einer blühenden Metropole entwickelt. Hervorragend. Sverland bekommt 25% Loyalisten durch steigenden Lebensstandard. Das ist nicht das Ende. Oder ein Stadtzentrendurchsatz. Oh, jetzt muss ich dummerweise nochmal gucken. Die Stadtzentren, das sind so Sachen, die einem immer so durchgehen. Was machen die denn nochmal? Die stellen Dienstleistungen her. Hm, okay. Naja, Stadtzentrendurchsatz ist jetzt aber nicht so hilfreich, oder? Öffentliche... nee, oder? Gaslaternen. Ach du heiliger Bimbam. Gut, die Stadtzentren müssen wir uns wirklich mal angucken. Aber ich würde vorschlagen, wir nehmen hier die Loyalisten. Das finde ich gut. Ja, pass mal auf. Wir haben ja eh gerade nichts zu tun, oder? Das Enddatum erreichen. Das wir jetzt nur noch laufen lassen. Ja, brauchen wir jetzt aber nicht. Dann würde ich doch vorschlagen, wir gucken mal ganz kurz in die Baureihe. Dauert noch ein bisschen, bis das da passiert. Ah, warte mal. Nochmal ganz kurz hier in den Kongo gefahren. Hier ist der Kongo. Schau an, jetzt auf einmal wird hier rumgemoppert. Kongo, Frankreich. Kongo wird vom Kongo kontrolliert, aber der Kongo hat sich da irgendwie mit eingemischt. Ein bisschen Schwedisch-Kongo haben wir. Also 548 Tage, das kriegen wir noch hin. Nicht mehr in dieser Folge allerdings, denn jetzt ist vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Macht's gut. Bye, bye.